Hallo und herzlich willkommen bei Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen: Umfrage zu den Neujahrsvorsätzen der Vorarlberger. Es gibt einen Ausschnitt vom Ländle Talk mit Beate Thurnherr. Und natürlich die aktuellsten News, Wetter- und Sportinformationen. Silvester steht vor der Tür und da wird natürlich allerorts geballert und geschossen. Jedoch lassen sich die Vorarlberger in diesem Jahr mit dem Einkauf von Raketen etwas Zeit. Das haben unsere Kollegen von Voll.at im Interview mit dem Metro-Betriebsleiter herausgefunden. Alle Jahre wieder werden vor Silvester Zeit Feuerwerkskörper gekauft. Wie läuft der Verkauf heuer? Der Verkauf läuft im Moment noch schleppend. Man sieht eigentlich, wie auch in der Vergangenheit immer wieder, dass die Leute noch warten und dass sich das ganze Geschäft eigentlich auf die letzten Tage lang verschiebt. Welche Feuerwerkskörper sind denn die Favoriten? Die Dreischlagpirat und Familiensortimente. Wieso? Ja, die Dreischlagpiraten sind Klassiker, sag ich jetzt einmal, oder? Und Familiensortimente, das nennen wir, sag ich jetzt einmal, speziell Familien mit Kindern. Da schauen die Eltern halt dazu. Mit welchen Tricks gegen Jugendliche vor, um an Raketen zu kommen? Ganz klar, sie vergessen natürlich, also die häufigste Ausrede ist immer, sie haben den Hauser vergessen. Und ich bin ja schon 16, ich darf ja schon. Wir machen gleich weiter mit dem Newsblock. Die Diedamskopfbahn steht still. Am Donnerstagabend ist ein umgeknickter Baum auf das Förderseil der 8. Gondelbahn im Skigebiet Diedamskopf in Schoppernau gefallen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Skigebiet blieb heute geschlossen. Voraussichtlich aber kann die Diedamskopfbahn am Samstag wieder in Betrieb genommen werden. Gesetzliche Änderungen für 2013. Am 1. Jänner treten einige wichtige Neuerungen in Kraft. Erhöhen werden sich zu Jahresbeginn etwa die Fördersätze für Pflegeeltern. Ein 2,8-prozentiges Plus wird es auch bei den Mindestsicherungssätzen geben. Eine Indexanpassung und weitere Verbesserungen gibt es darüber hinaus beim Familienzuschuss des Landes. Und Hausbesitzer können Generalsanierungen zukünftig auch in Etappen durchführen. Weiters gelten ab Jahresbeginn strengere Regelungen für Parteien. So werden anonyme Parteispenden im Ländle verboten und die Finanzen strenger kontrolliert. Und Raubüberfall auf Taxilenker in Wolfurt geklärt. Eine 18-jährige Frau aus Bregenz und ein 22-jähriger Mann aus Wolfurt konnten zwischenzeitlich festgenommen werden. Die beiden Arbeitslosen sind geständig, den Raubüberfall aus Geldnot vorgenommen zu haben. Ein geringer Teil der Beute sowie der Pfefferspray konnten sichergestellt werden. Zu Silvester wird aber nicht nur geschossen und geballert, sondern es gibt auch die Neujahrsvorsätze. Und unsere Kollegen von Voll.at haben sich mal umgehört, was denn die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen für Neujahrsvorsätze haben. Das Jahr 2012 neigt sich dem Ende zu. Haben Sie Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr? Noch nicht wirklich. Wir müssen mal schauen. Ja, es wird sich entscheiden. Vorsatz habe ich noch gar keinen. Schauen wir mal. Nein, ich habe eigentlich keine Neujahrsvorsätze gemacht, weil ich denke, es kommt so, wie es kommen muss und ich blicke da ganz positiv in die Zukunft. Ich habe eigentlich noch gar nicht darüber nachgedacht, was ich mir vornehme fürs nächste Jahr. Nein, das rendiert sich nicht, man hebt sich nicht dran. War so. Wie blicken Sie dem Jahr 2013 entgegen? Ja, das weiß ich auch noch nicht wirklich. Ich hoffe, es wird besser als das 12er Jahr. Ich lasse es auf mich zukommen. Schauen wir mal. Eigentlich gut, nachdem wir jetzt keinen Weltuntergang gehabt haben, denke ich, geht die Welt weiter und wird noch hoffentlich lang so bleiben. Keine Ahnung, es interessiert mich eigentlich gar nicht. Es wird weitergehen wie das Jahr halt. Ich hoffe, optimistischer besser als wir hoffentlich 2012. Die zweite Staffel vom Ländle Talk im Restaurant Mahlzeit in Götzis hat bereits begonnen und diese Woche war die Restaurantleiterin von Mahlzeit, Beate Thurnherr, beim Gespräch. Sie sehen nun einen kleinen Ausschnitt davon. Du bist der Restaurantleiterin hier in Mahlzeit in Götzis. Kannst du mal ein bisschen einen Überblick geben? Was heißt denn das Restaurantleiterin? Was bist du da überall zuständig? Zuständig für den Service, für die Serviceangestellten, damit sie ihren Dienstplan bekommen, damit sie eingeteilt sind, wissen, wann sie arbeiten. Zuständig für gewisse Sachen, die ich an Materialien hier draußen brauche. Christian ist dafür verantwortlich, dass in der Küche immer alles da ist.
diesen Part übernehme ich für den Service. Du bist sozusagen ein bisschen die gute Fee auch. Immer. Der Christian ist mehr in der Küche, mehr im Hintergrund und du bist dann eigentlich eher die, die da ein bisschen vorne steht und auch natürlich dazu schaut, dass draußen alles funktioniert, oder? Selbstverständlich. Ich bin eher die, die am Gast natürlich als Erste steht. Wenn ich nicht da bin, ist Christian derjenige, der natürlich zum Gast geht, falls es einen schwierigen Gast geben sollte oder die Nachfrage nach einer führenden Position ist. Warst du immer schon in der Gastronomie tätig oder hat sich das dann irgendwann einmal ergeben? Angefangen in früher Kindheit. Meine ältere Schwester hatte ein Lokal. Da entdeckte ich die Leidenschaft zum Gastgewerbe. Im späteren Alter nach der Schule entschloss ich mich für eine Lehre als Koch-Kellner damals. Habe diesen Beruf immer gerne ausgeübt. War auf Saisonen früher viel unterwegs in verschiedenen Gastgewerbebetrieben. Hatte dann kurz einmal eine Ausflucht aus dem Gastgewerbe wegen den Arbeitszeiten, Wochenendzeiten. Und mit dem Restaurant Mahlzeit habe ich den Weg zurück in die Gastronomie wiedergefunden. Durch Christian, durch das Angebot, dass ich tagsüber da bin, dass er tagsüber vielleicht auch mal gehen kann. Und natürlich Sonnenfeiertag geschlossen ist. Also für dich war da wirklich ausschlaggebend die Arbeitszeiten, dass du das Gastgewerbe eigentlich dann mal verlassen hast. Ne? Ja. Und hat dich dann Christian ein bisschen animiert oder kennt ihr euch schon länger? Oder wie hat das dann funktioniert, dass du gesagt hast, okay, in Mahlzeit, dann möchte ich wieder in die Gastro zurückkehren? Der Weg zum Mahlzeit und zu Christian ist über seine Lebensgefährtin erfolgt, die ich schon seit Jahren kenne, auch durch berufliche Erfahrung damals bei ihren Eltern in Rankweil. Und somit ist das im Mahlzeit entstanden. Den gesamten Talk gibt es noch bis Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Sport. Schweres Auswärtsspiel für den Dornbirner EC. In der Erste Bank Eishockey-Liga geht es am Freitagabend auswärts gegen den Villacher SV. Spielbeginn ist um 19.15 Uhr. Am Sonntag empfangen die Bulldogs dann ab 17.45 Uhr die Vienna Capitals im Messestadion. Und in der International Liga wird am Wochenende ebenfalls gespielt. Am Samstag empfängt der EHC Brinkzer Wald ab 19.30 Uhr Zell am See im Messestadion. Lustenau muss zur Olympia Laibach. Am Sonntag folgt dann das Ländederby zwischen der VU Feldkirch und dem EHC Brinkzer Wald. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Lände TV zeigt die Highlights ab Dienstag im Wochenmagazin. So viel zum Sport und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Der Zivildienst hat seine Vorteile, meint Caritas Österreich-Generalsekretär Bernd Wachter. Funktionieren würde seines Erachtens aber auch die für den Fall der Wehrpflicht vorgesehene Alternative, ein bezahltes Sozialjahr. Polizei verhaftete Taxiräuberpärchen, 18-jährige Bregenzerin und 22-jähriger Wolfurter gestanden, den Überfall aufgrund von Geldnot verübt zu haben. Und Vorarlberg protestiert vehement dagegen, dass die Schweizer Atomenergiebehörde die Laufzeit des alten AKW Mühleberg um 2 Jahre bis 2017 verlängert hat. Das war's auch schon wieder für heute. Sie sehen noch das Wetter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Alpamare. Mit einem guten Rutsch ins neue Jahr. www.alpamare.ch. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 1 und 9 Grad. Der Wind weht mit 13 km/h aus Süd-Südost. Morgen wird es meist sehr sonnig, nur gelegentlich zeigen sich einige Wolken weit über den Gipfeln. Dazu wird es leicht föhnig am Bodensee und im Rheintal, könnte aber durch den feuchten Boden Nebel liegen. Und auf den Bergen zeigt sich das perfekte Skiwetter. Die Tiefstwerte am Samstag liegen zwischen minus 3 und 3 Grad, die Höchstwerte bei 6 bis 12 Grad. Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zwischendurch sind auch kleinere Schauer möglich und zeitweise kommt sogar die Sonne durch. Die Schneefallgrenze liegt bei 1100 Meter, die Tiefstwerte minus 2 bis 3 Grad, Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Am Silvestertag ist es recht sonnig und relativ mild, am Nachmittag etwas bewölkt. Zum Jahreswechsel bleibt es trocken und am Dienstag regnet es bei Temperaturen von 2 bis 6 Grad.